Können wir nicht hier so. Ich geh ins Wasser. Boah, ich bin so gemein, ey. Ha, ich hab einen Frosch gefunden. Hier. Nee, 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 nee. Okay, okay. I got this. Oh ja! Oh shit. Nein! Achso. Ich wollte ihn doch auch töten. Boah, ich bin voll Pantheon, Alter. Hast du das gesehen? Nee. Pass auf, achte mal, wenn ich jetzt beim nix. Ach, du hast ja auch so einen Speer, dann siehst du ja hier die zwei. Ja. Aber 5 ist nochmal viel cooler, dieses Brrrr. Der dreht sich einfach. All the way. Like a Baus. Fertig. Oh, ich brauch noch einen. Okay, fertig. Easy game, easy life. Ja. Die Skills hätte ich gerne am Land, Alter. Weißt du, wie episch das wäre? Ja, gut. Der eine Skill ist ja schwer umsetzbar an Land. Ja, ich meine aber dieses mit dem Speer so, Alter. Ja, das ist schon. Das wäre schon. Guck cool. Mal da unten die Mordboro, die Wegmarke unten links. Da gehen wir mal kurz hin. Können wir so ein paar Meter laufen sparen. Die links von uns. Ja. Dann, jetzt gucke ich gerade, irgendwie hier so. Treppen rauf. Erfrischend. Na guck mal, kann ich ein paar Sachen verkaufen schnell. Alles weg. So, das kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Alles wohl. Weg, weg. Lebt wohl. Das ist ein Schrott hier in der Tasche. Oh je, yeah, ich habe mich selbst vergiftet. Bin ich nicht geil? Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber es. Weißt du, es war mir gerade so danach. Muss einfach mal sein, manchmal. Ja. Kompakt, ey. Oh, ich muss morgen früh Dings wieder aufnehmen. Oder morgen Mittag dann. Final Fantasy 1. Ich hab erst gesehen, was jetzt gerade. Heute Mittag erst gesehen, dass du damit angefangen hast. Oh yeah. War so lange nicht mehr auf YouTube. Und eigentlich wollte ich jetzt die kommende Woche Montag dann mit dem nächsten Projekt. Also ich will halt eigentlich immer 4 Projekte am Laufen haben. Ja. Und zwar 12, 14, 16, 18 Uhr. Und für 12 Uhr sind, das kann ich jetzt hier heimlich verraten, RPG Maker Spiele geplant. Ah. Und ich fange wahrscheinlich mit Vampire's Dawn an. Das wird gar nichts. Oh, Junge, Beste, wo gibt. Also, das war damals zu RPG Maker 2000, das war RPG Maker 2000. Genau. War das eigentlich in der deutschen Community das Spiel, also das kannte echt jeder. Das war ein richtiger Burner. Und das ist auch richtig gut gemacht. Das einzige, es ist ein bisschen problematisch gemacht, weil du hast halt oft, dass du keine Hinweise hast, was du als nächstes machen musst und musst dann halt die komplette Weltkarte irgendwie rumrennen und durch Zufall herausfinden, wo es weitergeht. Das ja. Kann schon nervig sein, aber das ist halt so typisch Oldschool Open World, wo du halt herausfinden musst, wo es weitergeht. Ich mag das. Da muss ich immer echt an dein RPG-Game über uns denken. Das erste. Ja, das ist auch immer mega. Noch. Das ist auch immer noch in der Mache. Ich hab da ja mittlerweile richtig witziges Konzept und so. Das könnte ich jetzt an der Stelle verraten, aber ich tu's nicht. Nein, nein. Aber ich bin kurz vor einer ersten Demo.
Serkan ist der Einzige, der von dem Spiel weiß, eigentlich. Und mag ein bisschen. Aber hauptsächlich Serkan. Ultra-Metamagikale befindet sich im Nordwesten. Die Abtei Dormant hat ein Lager im Südwesten. Von dem aus sie die Ruinen von Fort Koga erforschen. Beide Gruppen könnten eure Hilfe sicher gut gebrauchen. Oh, da unten ist einer, den man besiegen muss. Komm, schnell. Yeah. Oh nein, oder? Sind wir jetzt einfach nur aus Range? Nee, er ist tot. Schade. Shit. Na ja, gut. Shit happens. Jetzt da oben. Schnell. Wo, da oben. Hier, yeah, läuft da hinten die Sau. Bleib stehen. Du laufst nie hinterher und ich lauf hier hinterher. Ach ja, okay. Easy. Game. Okay, dann geht's links von uns weiter, da lang. Rückzug! Also, ich erzähl dir jetzt ein bisschen über das Spiel, okay? Ein bisschen. Es ist nicht mehr das ursprüngliche Spiel, einfach aus dem Grunde, weil das war ja damals nur so ein das habe ich ja einen Abend in 2 Stunden da zusammengetackert. Ja, aber mega witzig, ey. Aber so der Grundgedanke davon bleibt derselbe. Was so Story und so angeht, nur ein bisschen verfeinert. Es war ja im Grunde genommen, wir kommen in irgendeine Welt, wo wir dann auf einmal Helden sind. Ja. Das ist fast so. Ich mache so eine Mischung aus Sword Art Online und Lock Horizon daraus. Und wir sind quasi die Protagonisten. Und ich habe uns diesmal sogar richtig extra Battle-Charaktere gebastelt und keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mega witzig aus. Ich war jetzt, vor ein paar Tagen habe ich angefangen, für die Charaktere so eigenständige Charakterbilder zu malen. Hier lang. Das wird auf jeden Fall lustig, glaube ich. Ja, ich kann mich halt nur einmal daran erinnern, wie Tobias in dem einen Teil halt auf ja. Man geht zu diesem scheiß Lagerfeuer und auf einmal. Er taucht auf wie so Agent Smith, Alter. Und dann so, du bist der auserwählte Neo, so mäßig. Oder das haben wir im Keller. War er im Keller? Ja, ne? In seinem Zimmer. Oder in seinem Zimmer. Am Anfang, meinst du? Ist das in seinem Keller mehr gewesen? Hä, wie? Du willst da draußen gehen? Was stimmt nicht mit dir so? Draußen ist hell! Und dann so, ja, wir haben doch gesagt, wir gehen zu dem League of Legends Event. Ja, aber das findet mitten am Tag statt, was soll das? Das stimmt nicht. Das war schon ziemlich cool irgendwie. Das war echt sehr, sehr cool. Ich könnte diese Szene auch theoretisch, also diese Szenen wieder einbauen. Nur halt in neuer Form. Aber man kennt die jetzt schon, deswegen sind die vielleicht nicht mehr so witzig. Ich lass mir auf jeden Fall ein paar neue lustige Sachen einfallen. Diesmal ist das Ganze auch ein bisschen mehr durchgeplant. Also ich habe halt erstmal die komplette Story, so wie ich mir das vorstelle, alles erstmal schriftlich festgehalten in einer Textdatei. Ja. So mit den gröbsten, worum es geht. Und dann habe ich halt angefangen, mir so Orte zu überlegen, wo findet das statt, was passiert so allgemein in dem Spiel, an welcher Stelle und so. Okay. Dann habe ich über die Charaktere viel nachgedacht, habe das alles so schriftlich festgehalten, mir so Skizzen dazu gemacht und so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ey. Oh shit. Ich bin voll gegen die Wand gesprungen.
Ich will ja auch eigentlich, habe ich mir überlegt, ein so einen Streamabend zu machen, wo ich quasi am RPG arbeite und das dann halt zeige, so weißt du. Ich habe da auch schon mir eine Webcam Interface für gemacht und so. Nur ich muss gucken, wann ich das mache, und das weiß ich noch nicht. Hast du nicht das Angst, dass man zu viel von Kühl sieht, oder? Kommt drauf an, also ich werd versuchen im Stream nur an Dingen zu arbeiten, die nicht so spoilermäßig sind. Also das heißt nicht unbedingt irgendwie Storytelling da einbauen, ja, okay, sondern halt an den Maps arbeiten oder an Kämpfen arbeiten oder so. So, ich bin fertig übrigens. Ja, ich auch. Der kriegt noch auf die Schnauze, weil er so hässlich ist. Bam, bam. So, dann gehen wir nach Süden. Was fehlt uns denn alles noch? 2 Sehenswürdigkeiten, 2 Fertigkeiten, Herausforderungen und ein Aussichtspunkt. Aussichtspunkt kriegen wir jetzt gleich. Fertigkeitspunkt kommt auch einer dazu. Wo ist denn? Ah, da oben. Vergett. Ich hänge. So. Laufen wir jetzt hier außen rum so. Warum schwer, wenn es so einfach geht? Schöner Baum, schöner Baum. Ja, doch. Voll die Wurzeln, also schöne Wurzeln halt, ne? Also den eigentlichen Baum sehen wir gar nicht. Ja. Sehr groß. Ein bisschen groß, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Pfeffer. So, hier ist irgendwo noch der Fertigkeitspunkt. Hier unten da einfach. Facepalm! Au. Du hast echt übertrieben. Vor allem, ich bin doch ins Wasser gesprungen, weißt du, im Gegensatz zu dir. Und ich sterbe, ist klar. Das Spiel mobbt mich schon wieder, ja. Weil ich würde es mir nicht gefallen lassen. Ich lebe. Haha, alle reingelegt, hab nur so getan. Ach oh. Ey, wie. Guck mal. Ich ertrinke gerade. Ja. Ich liebe das. So weibliche Charaktere oder kleine Charaktere. Mit so einem großen Schwert und die das dann so seitlich hinter sich herziehen, so, weißt du, das sieht einfach mega stylisch aus, finde ich. In Skyrim gibt's so eine Mod, wo du auch deine Animationen ändern kannst. Charakteranimationen, da habe ich auch immer eine, wo die dann so rumlaufen damit, weißt du. Was so. Ich auch cool finde, wenn das Schwert dann noch am besten so auf dem Boden ist und dann dieses Hinterherschleifen, das ist noch nicht. Skyrim übrigens auch ein Spiel, wo ich echt drüber nachdenke, ob ich da so eine Langzeitsache mitmache. Das kann man ja echt jahrelang spielen, ne? Ja, ja. Allein, das Spiel an sich alleine, ohne irgendwelche Mods, Mod-Erweiterungen, wirklich nicht mal die Hauptstory, sondern einfach alles, was du so nebenbei machen kannst, da kannst du so ewig dran sitzen, das ist echt heftig. Ich habe auch bis heute Skyrim noch nicht durchgespielt, weil ich einfach immer so viel mit dem ganzen nebenbei beschäftigt bin, dass ich nie die Hauptstory groß gespielt habe. Unglaublich, ey. Irgendwo da muss, ach, da oben. Und dann gibt's halt, es gibt mittlerweile so viele richtig gute Mods, wo du halt neue Stories dazu kriegst und so. Es gibt sogar ein oder zwei, da kriegst du komplette neue Maps, also die nochmal riesengroß sind, wo du erkunden kannst und Quests kriegst und keine Ahnung. Hammer. Wir sollten irgendwas ausprobieren, hat er gesagt, ne? Nö, irgendwas essen.
Ja, hier dieses Toxic-Sumpf irgendwas. Vielleicht ja. So, haben wir. So, da vorne gibt es noch einen Fertigkeitspunkt. Unten, Dingsbums, Sehenswürdigkeit. Dann haben wir es schon fast, ne? Ja. Eine Sehenswürdigkeit fehlt uns dann noch. Dann wird uns nur noch eine Sehenswürdigkeit. Easy. Game, easy life. Ey, ich hab heute... Ich weiß nicht, wie lange das halten wird, aber ich hab heute LOL deinstalliert. Ich hab wieder krass hart am Rage today. Ich weiß nicht, ich hab... Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, ich spiele jetzt seit ein paar Tagen Heroes of the Storm und das macht auch mega Spaß. Da ich hab die bekommen vorhin. Ich hab das noch nicht richtig gelesen, aber auf jeden Fall stand das in der E-Mail. Ja, du kriegst ja, wenn du angemeldet bist, dann kannst du einfach zum Beispiel, sobald du Zugang hast, guckst halt in deinem Battle.net-Client und dann steht da halt, wenn du Zugang hast, installieren. Statt kaufen. Okay. Normalerweise steht da kaufen, weil du kannst ja mittlerweile Zugang kaufen. Okay. Das hier passiert? Ja, ne? Ich weiß. Ja, doch. Direkt vor uns. Das Witzige ist, das habe ich vorhin erst erfahren. Den einen Tag, das war halt so, ich hatte halt mitgekriegt, dass Olli und Mark halt am Spielen waren, Heroes of the Storm. Olli hat halt irgendwann so ein Alpha-Key bekommen, das ist halt schon ewig her. Und ich dachte halt, okay, Marc hat jetzt eine Einladung gekriegt, der Lacker, und hab dann noch voll so gesagt, ja, wie viel Lack er hat, und hab dann kurz danach gemerkt, dass ich halt auch eine Einladung gekriegt habe. Jetzt kommt das Witzige, was ich heute erfahren habe. Marc hat gar keine Einladung bekommen, der hat sich das für 35 Euro gekauft, weil Olli wollte ihn trollen und hat halt so, oder beziehungsweise er wollte mich trollen und hat halt so, ja, wenn du dir das jetzt kaufst, meinst du, der Patrick kauft sich das dann auch? Und, Marc hat sich das gekauft und ich habe halt wirklich einfach eine normale Einladung gekriegt, weißt du? Und jetzt kommt das Witzige, auch Serkan hat eine ganz normale Einladung gekriegt. Das heißt, im Grunde genommen, der einzige Depp, der es gekauft hat, ist Marc. Das ist natürlich, super geil. Sag mal, da vorne ist noch was zum Aufdecken. Hä? Wo kommt man denn da hin? Oder wie kommt man da hin? Hallo? Komisch. Greif mich nicht an, sonst töte ich dich. Ich hab dich gewarnt. Ich guck mal eben, wo der letzte ich versuche ihn aufzufinden. Wird schon wieder angegriffen. Mir ist kalt. Ich gehe mal hier irgendwo an der Seite, wo keiner ist. Oh, hier. Kein Respekt, diese Monster. Könnte der letzte Punkt sein. Wieso? Wieso? Wieso sehe ich da irgendwelche Leute auf der Map, die sich bewegen? Commander Lollipoppy und Commander wie? Tatsächlich? Dieseldei. Ja. What the fuck? Ist da irgendwas, was ich nicht kenne und naja. Ich finde diesen letzten Dings nicht. Der ist garantiert irgendwo wieder, wo eine Höhle ist oder so, denke ich mal. Also hier links neben uns ist noch unerforschter Kartenabschnitt. Da könnte das sein, aber ich weiß gerade nicht, wie man da hinkommt. Lass uns mal irgendwie gucken, ob wir da einen Weg hinfinden. Okay.